EWF-Projekt geht der regionale Energieversorger EWF nun mit Internet und Telefonie an den Start. Die EWF Connect GmbH ist die neue Telekommunikationstochter der Energie Waldeck Frankenberg. Die Energie Waldeck Frankenberg ist alleiniger Gesellschafter der EWF Connect. Und unser Ziel ist es, den Glasfaserausbau im Landkreis Waldeck Frankenberg voranzutreiben und eben Glasfaser bis in jedes Wohnzimmer im Landkreis zu bringen. Wir bieten da in Zukunft Produkte bis 1 Gigabit an und freuen uns, Ihnen auch bald ein neues IPTV-Produkt anbieten zu dürfen. Ja. Der Ausbau der Telekommunikation ist bei uns im Landkreis natürlich eines der großen Themen, wie überall, auch in ländlichen Gebieten. Wir haben in den letzten Jahren gemeinsam mit der Breitband Nordhessen in ganz Nordhessen etwa 2200 Kilometer Glasfaserkabel in die Erde gebracht. Und jetzt geht es darum, von den sogenannten Kabelverzweigern ausgehend jedes Haus mit Glasfaser zu erreichen. Das ist eine riesen Zukunftsaufgabe, die am Ende des Tages auch geschätzt für unseren Landkreis zwischen 700 Millionen und 1 Milliarde Geld kosten wird. Das kann man nicht auf einen Schlag machen, sondern muss in einem Zeitkorridor von etwa 10 Jahren realisiert werden, vielleicht sogar noch länger. Mit der Neugründung von EWF Connect stellt sich auch unser Energieversorger EWF dieser total innovativen Aufgabe. Wir haben hier junge Menschen an den Start, die mit viel Fach- und Sachwissen versuchen werden, den Menschen in unserem Landkreis, jedem Haushalt irgendwie ein Angebot zu machen. EWF bietet sich dafür an, diese Aufgabe zu übernehmen, weil wir natürlich als Dienstleister in der Strom- und Gasversorgung ohnehin in der Fläche des Landkreises unterwegs sind. Und wenn wir mal einen Graben aufmachen, dann werden wir eben Glasfaser zu einem vertretbaren und hoffentlich günstigen Preis mit anbieten können. Das ist der Weg in die Zukunft. Und ich freue mich darüber, dass wir ihn jetzt gemeinsam mit EWF und der jungen Tochterfirma gehen können. Alles Gute für das neue und innovative Unternehmen.